Hier ist wiederholt eine Bezeichnung aufgetaucht. Reichsforschungsrat. Um welche Einrichtung handelt es sich dabei? Ich glaube, es war im Jahr 1943. Als ich den Auftrag erhielt, die gesamte deutsche Forschung, in Sonderheit, soweit sie für die Kriegführung dringend notwendig war, zusammenzufassen. Leider geschah diese Zusammenfassung viel zu spät. Es sollten Parallelforschungen vermieden und ebenso unnötige Forschungen ausgeschaltet werden. Konzentration der gesamten Forschung auf die kriegswichtigsten Probleme. Ich selbst wurde Präsident des Reichsforschungsrates und stellte die Richtlinien für diese Forschung auf und fasste diese Forschung in den eben angedeuteten Sinne zusammen. Steht damit im Zusammenhang das Forschungsamt der Luftwaffe? Nein, das Forschungsamt der Luftwaffe war etwas absolut anderes, hatte mit Forschung einerseits und mit der Luftwaffe andererseits nicht das Geringste zu tun. Der Ausdruck war eine Art Camouflage, denn als wir an die Macht kamen, war ein ziemliches Durcheinander in dem technischen Teil der Überwachung wichtiger Nachrichten. Ich habe deshalb zunächst das Forschungsamt gegründet, das heißt eine Stelle, wo alle technischen Einrichtungen zur Überwachung des Funkbetriebes, der Telegrafie, der Telefonie und aller sonstigen technischen Einrichtungen möglich war. Da ich damals nur Reichsluftfahrtminister war, konnte ich diese Apparatur nur bei mir unterbringen und wählte diesen Camouflage-Ausdruck. Der Apparat diente dazu, vor allen Dingen die auswärtigen Missionen, die wichtigen Persönlichkeiten, die mit dem Ausland telefonierten, telegrafierten, funken, wie das überall und in allen Staaten üblich ist, zu überwachen, zu dechiffrieren und den einzelnen Ressorts dann die Auswertung zuzustellen. Das Amt hatte keinen Agentendienst, keinen Nachrichtendienst, sondern war eine rein technische Stelle, erfasste Funkspruch, erfasste Telefongespräch, wo es befohlen war zu überwachen, erfasste die Telegramme und gab die Auswertung an die interessierten Stellen. In diesem Zusammenhang kann ich betonen, dass ich auch viel über die Meldungen des Herrn Messerschmidt, die hier eine Rolle spielten, gelesen habe. Er war zeitweise der Hauptlieferant für derartige Meldungen. Welchen Zweck, welche Bedeutung hatte der geheime Kabinettsrat, der einige Zeit nach der Machtübernahme geschaffen wurde? Im Februar 1938 kam es zum Rücktritt des Kriegsministers Feldmarschall von Blomberg. Gleichzeitig, durch besondere Umstände, trat der Oberbefehlshaber des Heeres, Generaloberst von Fritsch, zurück oder besser gesagt, verabschiedete ihn der Führer.
dieser Zusammenfall dieser beiden Ausscheidungen oder Verabschiedungen belasteten in den Augen des Führers nach außen hin etwas stark die Wehrmacht. Er wollte nun eine gewisse Ablenkung und diese Änderung in der Wehrmacht durch ein Gesamtrevirement nach außen hin von dem einzigen Punkt der Wehrmacht abzulenken. Er sagte dabei, er wollte vor allem daran denken, das Außenministerium zu wechseln, da nur dieser Wechsel stark im Ausland notifiziert würde und das Augenmerk von den militärischen Dingen abzulenken geeignet sei. Ich habe damals dem Führer auf das Lebhafteste widersprochen. In persönlichen, langwierigen, langstündigen Unterredungen habe ich ihn dringend gebeten, von einem Wechsel des Außenministeriums Abstand zu nehmen. Er glaubte aber darauf bestehen zu müssen. Nun tauchte die Frage auf, was nach dem Rücktritt oder dem Wechsel, besser gesagt, von Herrn von Neurath zu geschehen habe. Der Führer wollte Herrn von Neurath, den er persönlich sehr hoch schätzte, absolut im Kabinett behalten. Ich selbst habe immer meine Verehrung für Herrn von Neurath Ausdruck gegeben. Um nun nach außen kein Absinken im Prestige des Herrn von Neurath herbeizuführen, kam ein Vorschlag, der ausschließlich von mir selber und allein ausging, an den Führer. Ich sagte ihm, um auch nach außen noch wenigstens erscheinen zu lassen, als ob Herr von Neurath nicht völlig von der Außenpolitik zurückgezogen sei, schlüge ich vor, ihn zum Vorsitzenden des Geheimen Kabinettsrates zu machen. Einen solchen Rat gäbe es zwar nicht, aber der Ausdruck wäre sehr schön und es könnte sich jeder darunter irgendetwas vorstellen. Der Führer sagte, wir können ihn aber nicht zum Vorsitzenden machen, wenn wir keinen Rat haben. Daraufhin sagte ich, dann machen wir einen. Und schrieb aus dem Handgelenk einige Personen auf, wie wenig diesem Rat Wert beilegte, mag daraus hervorgehen, dass ich, glaube ich, selbst als einer der Letzten drin erscheine. Die äußere Form nun wurde noch gegeben, Beratung in der Außenpolitik. Als ich zurückkam, sagte ich zu meinen Freunden, ich glaube, die Sache ist ganz gut gegangen, aber der Führer lässt sich schon von einem Außenminister wenig beraten, von einem Kabinettsrat in der Außenpolitik schon gar nicht. Zu tun werden wir damit nichts haben. Ich erkläre unter Eid, dass dieser Kabinettsrat nie zu keinem Zeitpunkt auch nur für eine Minute zusammengetreten ist, nicht mal zu seiner Konstitution. Ein Teil der Mitglieder weiß ich nicht, ob überhaupt Kenntnis hatte, dass sie dazugehören.
Wann hat das Reichskabinett zuletzt getagt? Soweit ich mich erinnere, war die letzte Tagung des Reichskabinettes 1937. Und soweit ich mich erinnere, habe ich sogar die letzten Sitzungen bereits präsidiert, nachdem der Führer kurz zu Beginn weggegangen war. Der Führer hielt nichts von Kabinettssitzungen. Es war ihm der Kreis zu groß und es wurde ihm vielleicht auch zu viel dabei in seine Absichten gesprochen und er wollte es dann und dort anders haben. Von da ab haben nur mehr Einzelbesprechungen, einzelne oder zusammengefasste Besprechungen von interessierten Ressortministern stattgefunden. Nachdem die Minister mit Recht dies als doch etwas für ihre Arbeit erschwerend empfanden, wurde dadurch ein Ausgleich geschaffen, dass ich unter der Firma für Jahresplan häufiger die Minister zusammenrief, um ihnen über die allgemeinen Dinge zu sprechen. Hingegen wurde niemals im Kabinett oder im Ministerrat irgendeine politische Entscheidung von Tragweite, wie sie später im Anschluss Österreich, Sudetenland, Tschechoslowakei, schließlich und endlich zum Kriege führte, im Kabinett besprochen oder erörtert. Ich weiß, wie sehr der Führer Wert darauf legte, dass bei all diesen Dingen nur die Minister etwas ganz kurzfristig erfahren sollten, die unbedingt arbeitsmäßig einzuschalten waren. Ich kann daher auch hier unter meinem Eid bestätigen, dass eine Reihe von Ministern den Ausbruch des Krieges oder den Einmarsch in die Tschechoslowakei oder Sudetenland oder Österreich genauso wie jeder andere deutsche Staatsbürger erst am nächsten Morgen durch Radio oder Presse erfahren hat. Welchen Anteil hatten Sie an dem Zustandekommen des Münchner Abkommens im September 1938? Der Anschluss der Sudetendeutschen, oder besser gesagt, die Lösung der sudetendeutschen Frage, war meinerseits stets und immer als notwendig betont worden. Ich habe auch dem Führer gegenüber nach dem Anschluss Österreichs gesagt, ich bedauere es, falls seine Auslassungen falsch verstanden würden, in der Richtung, als ob mit dem Anschluss Österreichs diese Frage abgeschlossen sei. Ich habe Lord Halifax November 1937 erklärt, der Anschluss Österreichs, die Lösung der sudetendeutschen Frage im Sinne der Rückkehr der Sudetendeutschen und die Lösung der Danziger Frage eines Korridors seien integrierende Bestandteile der deutschen Politik. Ob diese nun heute von Hitler, morgen von mir oder von irgendeinem anderen
geführt würde. Sie blieben immer politische Ziele, die unter allen Umständen einmal erreicht werden müssen. Allerdings waren wir uns beide einig, dass dies von der alle Versuche gemacht werden sollten, ohne Krieg zu erreichen. Ich habe weiter in meinen Besprechungen mit Herrn Wöllitz genau diesen gleichen Standpunkt innegenommen. Ich habe auch jedem anderen öffentlich und persönlich immer erklärt, dass diese drei Punkte erledigt werden müssten, dass nicht durch Erledigung des einen die anderen damit hinfällig würden. Ich möchte weiter unterstreichen, dass wenn in dieser Richtung und auch in manch anderer uns in der Anklage Vorwürfe gemacht wurden, wir hätten dieses und jenes, was Deutschland seinerzeit versprochen hätte, auch dass Deutschland vor unserer Machtergreifung nicht nachher gehalten, so möchte ich darauf hinweisen, auf viele Reden, die sowohl der Führer, an die erinnere ich mich nicht mehr so genau, meine weiß ich genau, wo ich gesagt habe, ich warne oder wir warnen das Ausland auf die Zusicherung der heutigen Regierung, irgendwelchen für die Zukunft basierenden Grundlagen aufzubauen, wir werden sie nicht anerkennen, wenn wir an die Macht kommen. So war auch hier eine vollkommene Klarheit. Als nun die Sudetenfrage in die Krise kam und die Lösung der Führer beabsichtigt war, habe ich als Soldat, Oberbefehlshaber der Luftwaffe, pflichtgemäß die befohlenen Vorbereitung für jeden Eventualfall getroffen. Als Politiker begrüßte ich außerordentlich die Versuche, die unternommen wurden, eine friedliche Lösung herbeizuführen. Ich erkenne durchaus an, dass ich damals sehr glücklich war, als ich sah, dass der britische Premier hier alle Anstrengungen unternahm. Trotzdem war die Situation an jenem Tage vor dem Münchner Abkommen doch wieder recht kritisch geworden. Es war 7 Uhr morgens. Da rief der italienische Botschafter Attolico bei mir an. Er müsse mich im Auftrage Mussolinis sofort sprechen. Es handle sich um Lösung der Sudetenfrage. Ich sagte, er solle zum Außenminister gehen. Er sagte, er habe speziellen Auftrag von Mussolini, zuerst und allein mit mir zu sprechen. Ich traf ihn, wie ich weiß, 9 Uhr vormittags. Und da schlug er vor, dass Mussolini bereit sei, zu vermitteln, dass möglichst rasch eine Zusammenkunft zwischen Deutschland, Adolf Hitler, England, Premierminister Chamberlain, Frankreich, Ministerpräsident Daladier und Italien, Mussolini, stattfinden möchte, um die Frage friedlich zu lösen. Er sehe darin eine Möglichkeit und würde sofort alles unternehmen. Er bete mich persönlich, Herr Mussolini, meinen ganzen Einfluss in dieser Richtung geltend zu machen. Ich nahm ihn, den Botschafter, sofort mit
in die Reichskanzlei. Und auch Herrn von Neurath, wohl damals nicht Außenminister, trug dem Führer dieses vor, sprach auf ihn ein, legte ihm die Vorteile klar, die sich daraus ergeben würden, und dass dieses überhaupt die Grundlage zu einer allgemeinen Entspannung sein könnte. Ob die anderen laufenden politischen und diplomatischen Bestrebungen zum Ziele führten, könnte man nicht ohne weiteres übersehen. Dass wenn aber sich vier führende Männer der vier europäischen Großmächte des Westens in der Mitte treffen würden, so sei doch schon sehr viel gewonnen. Herr von Neurath unterstützte meine These und der Führer trat ihr bei und sagte, man möge dem Duce telefonieren. Draußen wartete Attolico, der dies sofort tat, worauf dann Mussolini offiziell beim Führer anrief und nun die Zusage und die Abmachung des Ortes München getroffen wurde. Gegen Spätnachmittag erfuhr ich dann von der italienischen Botschaft, dass sowohl der englische Premierminister wie der französische Ministerpräsident für nächsten Tag München zugesagt haben. Ich habe darauf den Führer gefragt, oder besser gesagt, ihm gesagt, ich würde unter allen Umständen mitfahren. Er war einverstanden. Und ich würde vorschlagen, dass ich in meinem Zuge auch Herrn von Neurath mitnehme. Er war auch damit einverstanden. Ich habe dann zeitweise an den Besprechungen teilgenommen und habe, wenn notwendig, zum Ausgleich manchmal der Debatte beigetragen und vor allem mich bemüht, auf allen Seiten eine freundschaftliche Atmosphäre zu schaffen, hatte persönlich Unterredungen mit Herrn Daladier, mit Herrn Chamberlain und freute mich nachher aufrichtig, wie die Sache gut gegangen war. Zeitlich voran ging ja der Anschluss Österreichs an das Reich. Welche Gründe veranlassten Hitler zu diesem Entschluss und inwiefern waren Sie an diesen Maßnahmen beteiligt? Ich habe gestern bei den Stichworten zu meinem Lebenslauf dem Gericht bereits vorgetragen, dass ich persönlich mit Österreich mich aufs Engste verbunden fühlte, dass ich dort die Hauptzeit meiner Jugend einem österreichischen Schloss verlebt habe, dass mein Vater schon zur Zeit des alten Kaiserreichs für eine enge Verknüpfung in Zukunft der deutschen Stammlande Österreichs mit dem Reich schon immer darüber sprach, da er der Überzeugung war, dass dieses Reich nicht mehr lange zusammenhalten würde. 1918 erlebte ich, während ich zwei Tage mit dem Flugzeug in Österreich war, die dortige Revolution und den Zusammenbruch des Habsburger Reiches. Die deutschen Erblande
einschließlich Sudeten Deutschlands, traten damals in Wien im Parlament zusammen, erklärten sich ebenfalls als frei von dem aufgelösten Habsburger Staat und erklärten einschließlich der Abgeordneten des Sudetendeutschen Teiles Österreich als einen Bestandteil des Deutschen Reiches, und zwar unter, soviel ich weiß, dem damaligen sozialdemokratischen Bundeskanzler Renner. Diese Erklärung der Vertreter des österreichischen deutschen Volkes, ein Bestandteil Deutschlands in Zukunft zu sein, wurde im Frieden von Saint-Germain abgeändert und auf Diktat der Siegerstaaten verboten. Dies war weder für mich noch für einen anderen Deutschen irgendwie von Bedeutung. Es war selbstverständlich, dass der Augenblick geschaffen werden musste und die Voraussetzung, dass die Vereinigung der beiden Brudervölker rein deutschesten Herkommens und Blutes stattfinden konnte. Als wir zur Macht kamen, war selbstverständlich dieses, wie ich vorhin ausführte, ein integrierender Bestandteil der deutschen Politik. Die Versicherungen, die Hitler damals abgab bezüglich der Souveränität Österreichs, waren keine Täuschung, sondern ernst gemeint, er sah wahrscheinlich zunächst keine Möglichkeit. Ich selbst war in dieser Richtung erheblich radikaler und bat ihn wiederholt, sich keinesfalls in der österreichischen Frage festzulegen. Er glaubte aber, eine weitgehende Rücksicht in Richtung Italien zunächst nehmen zu sollen. Es war klar, dass besonders nachdem die Nationalsozialistische Partei in Deutschland zur Macht kam, auch die Nationalsozialistische Partei Österreichs mehr und mehr zu wachsen begann. Sie war aber schon vorher, vor der Machtergreifung, auch schon in Österreich vorhanden, wie überhaupt der Ursprung der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei auf das Sudeten-Deutschland zurückgeht. Die Partei in Österreich war somit keinerlei eine fünfte Kolonne für den Anschluss. Denn den Anschluss wollte ja ursprünglich und immer das österreichische Volk selbst. Wenn nun der Anschlussgedanke bei der damaligen österreichischen Regierung nicht mehr in der Klarheit und Stärke vorhanden war, so nicht deshalb, weil sie nicht sich mit Deutschland zusammenschließen wollten, sondern weil die Regierungsform des Nationalsozialismus mit der Regierungsform der damaligen österreichischen Regierung nicht konform, in keiner Weise konform ging. Daraus ergaben sich nun die Spannungen in erster Linie in Österreich selbst, die von der Anklagebehörde hier wiederholt und mehrfach zum Vortrag und Lastenvortrag gebracht wurden. Sie mussten sich ergeben, diese Spannungen, zwangsläufig. Denn die einen nahmen
den Anschlussgedanken an Deutschland als Nationalsozialisten ernster auf wie die Regierung. So entstand der gegenseitige politische Kampf. Dass wir mit unseren Sympathien auf Seiten der Nationalsozialisten standen, selbstverständlich. Zumal die Partei in Österreich außerordentlich schwer verfolgt wurde. Sie wurden auch zahlreich in Lager gesperrt, die genau dasselbe wie die Konzentrationslager waren. Sie hießen nur anders. Der Leiter, Landesleiter in der österreichischen Partei, war zu einem gewissen Zeitpunkt ein Mann namens Habicht aus Wiesbaden. Ich kannte ihn vorher nicht, habe ihn dann einmal gesehen. Dieser täuschte beim Führer vor dem sogenannten Dollfuß-Fall vor, dass die österreichische Wehrmacht entschlossen sei, von sich aus etwas zu unternehmen, um die Regierung zum Anschluss zu bewegen oder zu stürzen. Wenn dies der Fall sei, ob sich die Partei in Österreich dem anschließen sollte. Wenn die Wehrmacht so etwas unternahm, so war die Auffassung des Führers, sollte sie in diesem Punkt politisch selbstverständlich von der Partei gestützt werden. Tatsächlich war das Ganze aber eine Irreführung insofern, als nicht die österreichische Wehrmacht gegen die österreichische Regierung vorzugehen beabsichtigte, sondern eine sogenannte Wehrmachtsstandarte, die aus ehemaligen Mitgliedern und ausgeschiedenen oder entlassenen Mitgliedern der österreichischen Wehrmacht bestand und zur Partei bei der Partei eingetreten war. Mit diesem Täuschungsversuch machte dann Herr Habicht diesen Unternehmen in Wien. Ich war damals mit dem Führer in Bayreuth. Er wurde sofort berufen und der Führer machte ihm die allerschwersten Vorwürfe und sagte, dass er ihn falsch unterrichtet und hintergangen und betrogen habe. Den Tod Dollfuß bedauerte er sehr, weil das politisch für die Nationalsozialisten eine sehr schwer tragbare Angelegenheit war, besonders auch im Hinblick auf Italien. Italien ließ damals 5 Divisionen mobilisieren und an die Brennergrenze rücken. Der Führer wünschte eine rasche und möglichst durchgreifende Beruhigung. Das war der Grund, weshalb er Herrn von Papen gebeten hat, als außerordentlicher Botschafter nach Wien zu gehen und für eine möglichst rasche Beruhigung der Atmosphäre zu wirken. Man darf nicht vergessen, dass folgender etwas absurde Lage sich schon im Laufe der Jahre ergeben hatte, nämlich, dass ein rein deutsches Land wie Österreich nicht etwa
von der Seite des Deutschen Reiches am stärksten regierungsmäßig beeinflusst wurde, sondern von der italienischen Regierung aus. Ich erinnere nur an den Ausspruch Mr. Churchills, dass Österreich praktisch eine Filiale Italiens wäre. Nach dem Dollfuß-Unternehmen stand Italien in sehr starker und ablehnender Haltung gegenüber Deutschland und ließ durchblicken, dass gerade Italien das Land sein würde, das alles gegen diesen Anschluss tun würde. Der Führer hat deshalb neben der internen Beruhigung des Verhältnisses Deutschland zu Österreich durch Herrn von Papen seinerseits versucht, in der Einstellung Mussolinis zu dieser Frage eine Änderung herbeizuführen. Er ging aus diesem Grunde damals, kurz darauf, nach Venedig. Kann auch sein, dass es vorher war. Jedenfalls war er bemüht, hier eine andere Auffassung zu erreichen. Ich hingegen stand auf dem Standpunkt, dass bei allem sonstigen Übereinstimmen auf, sagen wir mal, philosophischer Grundlage Faschismus, Nationalsozialismus, mir der Anschluss meines Brudervolkes erheblich wichtiger sei wie diese Übereinstimmung. Und wenn sie nicht mit Mussolini ginge, müsste es gegen Mussolini gehen. Es kam dann der italienisch-abessinische Krieg. Die Sanktionen gegen Italien. Hierbei wurde auch unter der Hand, so nicht gerade greifbar, aber doch sichtbar, Deutschland in Aussicht gestellt, bei Beteiligung an den Sanktionen, ihm in der österreichischen Frage allgemein gesehen entgegenzukommen. Es war dies für den Führer ein sehr schwerer Entschluss, sich endgültig kontra Italien zu stellen und so den Anschluss zu erreichen oder sich Italien durch seine Haltung, pro-italienische Haltung oder korrekte Haltung, zu verpflichten und damit Italien als Anschlussgegner auszuschalten. Ich schlug ihm damals vor, bei der etwas vagen Anerbietung bezüglich Österreichs von englisch-französischer Seite erstmal festzustellen, wer hinter dem Angebot steht und ob wirklich beide Regierungen in diesem Punkt dann mit sich reden lassen und klare Zusicherungen geben, und zwar Zusicherungen in der Richtung, dass dies eine interne deutsche Angelegenheit sei und nicht vage Zusicherungen von allgemeinen Zusammengehen und so weiter. Es bestätigte sich mein Verdacht, dass wir keine ganz klipp und klare Zusicherung bekamen, und unter diesen Umständen war es zweckmäßiger, Italien als Hauptanschlussgegner klar und eindeutig dadurch auszuschalten, dass man sich nicht
zu Maßnahmen gegen das faschistische Italien verleiten ließ. Sanktionsmaßnahmen, Lieferungsmaßnahmen und so weiter. Ich stand nun weiter auf dem Standpunkt, dass das große nationale Interesse an der Vereinigung dieser Deutschen über alle Bedenken der Differenzierung der beiden derzeitigen Regierungen hinweggehen müsste. Nun konnte das nicht dadurch geschehen, dass die Regierung des großen Deutschen Reiches zurücktrat und vielleicht Deutschland an Österreich anschloss, sondern der Anschluss musste früher oder später durchgeführt werden. Es kam dann das Berchtesgadener Abkommen. Hier war ich nicht dabei. Ich war auch nicht mit diesem Abkommen einverstanden, weil ich jede Festlegung, die wieder diesen Schwebezustand weiter hinausschiebt, gegen jede derartige Festlegung bin ich gewesen. Denn für mich war ja nur die volle und totale Vereinigung aller Deutschen die einzige denkbare Lösung. Kurz nach Berchtesgaden kam dann die Wahl, die der damalige Bundeskanzler Schuschnigg ausschrieb. Diese Wahl war an sich eine Unmöglichkeit. Ein Bruch des Berchtesgadener Abkommens. Darüber will ich hinwegsehen. Aber wie diese Wahl gemacht werden sollte, das war einmalig in der Geschichte. Es konnte nur mit Ja gestimmt werden. Jeder Einzelne konnte stimmen, so oft er wollte, 5-mal, 6-mal, 7-mal. Zerriss er den Zettel, so galt der Zettel als Ja-Stimme und so weiter. Ist nicht weiter interessant. Auf diese Weise stand von vornherein fest, dass selbst wenn nur wenige Anhänger des Systems Schuschnigg genügend diese Möglichkeiten ausnutzten, es nur eine positive Mehrheit für Herrn Schuschnigg geben konnte. Es war eine Farce, das Ganze. Dem wurde widersprochen. Und zwar zunächst dadurch, dass ein Mitglied der österreichischen Regierung, das in diesem Augenblick sich in Deutschland befand, der General von Gläser-Horstenau, nach Wien geflogen wurde, um sofort Schuschnigg bzw. Seyß-Inquart, der in dem seit Berchtesgaden ja im Kabinett Schuschnigg war, klarzumachen, dass Deutschland diese Provokation nicht hinnehmen würde. Gleichzeitig wurden die in der Nähe der österreichischen Grenze liegenden Truppen in Bereitschaft, Abtransportbereitschaft gelegt. Das war am Freitag, glaube ich, den 11. Ich war an diesem Tage in der Reichskanzlei zusammen mit dem Führer zusammen, allein im Zimmer. Ich hörte telefonisch dann die Mitteilung, dass Gläser-Horstenau angekommen und diese Aufforderung klar und missverständlich übergeben hätte und dass die Dinge nun beraten würden. Es kam dann, soviel ich mich erinnere, die Antwort, dass die Wahl abgesagt würde, dass Schuschnigg dem zustimmte. In diesem Augenblick hatte ich
ein intuitives Gefühl, dass jetzt die Situation ins Rutschen kam und nunmehr endlich die lang und heiß ersehnte Möglichkeit bestand, die ganze und klare Lösung durchzuführen. Und von diesem Augenblick ab muss ich die Verantwortung für das Weitere, was geschah, hundertprozentig auf mich nehmen, denn es war weniger der Führer als ich selbst, der hier Tempo angegeben hat und sogar über Bedenken des Führers hinwegschreitend die Dinge zur Entwicklung gebracht hat. Meine Telefongespräche sind ja hier verlesen worden. Ich verlangte, ohne mich mit dem Führer eigentlich noch darüber auszusprechen, spontan den sofortigen Rücktritt des Kanzlers Schuschnigg. Als auch dieser zugebilligt wurde, stellte ich die nächste Forderung, sodass numero die ganze Angelegenheit zum Anschluss reif war und, wie bekannt, abspielte. Das Einzige, ich sage es nicht, weil das irgendeine Rolle für mich in der Verantwortung spielt, was ich nicht persönlich veranlasst habe, und zwar deshalb, weil ich die Persönlichkeiten gar nicht kannte, aber es hat in den letzten Tagen seitens der Anklage eine Rolle gespielt, war Folgendes. Ich habe eine Ministerliste durchgegeben, das heißt, besser gesagt, die Mitglieder benannt, die zunächst in eine österreichische Regierung als erwünscht von unserer Seite eintreten sollten. Ich kannte seit Inquart, es war klar von vornherein, er sollte die Bundeskanzlerschaft nehmen. Ich habe den Kaltenbrunner genannt, für die Sicherheit. Ich kannte Kaltenbrunner nicht. Der Name war, das ist das einzige, oder eins von den zwei Sachen, wo der Führer eingegriffen hatte, indem er mir einige Namen gab. Auch Fischböck, nebensächlich Wirtschaftsministerium, gab ich durch, ohne ihn zu kennen. Den einzigen, den ich persönlich in dieses Kabinett hineinbrachte, war mein Schwager, Dr. Hueber, als Justizminister. Aber nicht, weil er mein Schwager war, denn er war bereits österreichischer Justizminister in dem Kabinett des Prälaten Zeipel, gehörte nicht der Partei an damals, sondern kam von Seiten der Heimwehr. Und ich wollte auch von diesem Teil, mit dem wir anfangs zusammen, dann wieder gegeneinander gestanden hatten, jemand im Kabinett haben und wollte auch meinen Einfluss über diese Person gesichert haben, dass die Dinge nun tatsächlich sich weiter im Sinne des totalen Anschlusses entwickeln würden. Es tauchten nämlich schon wieder Pläne auf, dass der Führer nur als deutsches Staatsoberhaupt gleichzeitig Staatsoberhaupt Deutsch-Österreichs werden sollte und sonst aber eine Trennung blieb. Das sah ich alles als untragbar an. Die Stunde war gekommen, sie musste ausgenutzt werden. In dem Gespräch, das ich mit dem Reichsaußenminister von Ribbentrop gehabt habe, der damals in London war, betonte ich, dass das Ultimatum nicht von uns gestellt
ist, sondern von Seyß-Inquart. Das war auch absolut richtig, de jure. De facto war es natürlich von mir gestellt. Aber dieses Telefongespräch wurde ja abgehört auf englischer Seite. Und ich hatte ja ein diplomatisches Gespräch zu führen. Und ich habe noch nie erlebt, dass die Diplomaten in solchen Fällen dann sagen, wie es de facto war, sondern sie sagen es immer, wie es die Jure ist. Und warum sollte ich hier eine löbliche Ausnahme machen? Ich forderte in diesem Telefongespräch Herrn von Ribbentrop auf, der englischen Regierung, die englische Regierung zu bitten, sie möchte Persönlichkeiten benennen, zu der sie vollstes Vertrauen hätte, englische. Ich würde alles zur Verfügung stellen, dass diese Personen frei und an allen Stellen in Österreich herumfahren könnten, um sich davon zu überzeugen, dass das österreichische Volk in seiner gewaltigen Mehrheit diesen Anschluss wünschte und begeistert aufnahm. Es ist hier während der Behandlung der österreichischen Frage niemals davon gesprochen worden, dass ja bereits, diese Ereignisse waren am Freitag, am Sonntag vorher in der Steiermark, einem Hauptteil der Erblande, praktisch schon ein interner Teilanschluss erfolgt war. Dass dort bereits die Bevölkerung sich für den Anschluss erklärt und mehr oder weniger der Wiener Regierung die Gefolgschaft aufgesagt hat. Ich habe Ihnen da dieses Gespräch vorlegen lassen. Wie es von der Anklagebehörde eingereicht ist, der Teil ist noch nicht verlesen, aber inhaltlich haben Sie es schon wiedergegeben. Wollen Sie sich das mal ansehen? Ich lege nur Wert darauf, dass in diesem, was vielleicht besser in den Dokumenten nachher gebracht wird, die Stellen verlesen werden, ich finde sie so schnell nicht, wo ich darauf hinweise, dass ich größten Wert darauf lege, dass die englische Regierung Persönlichkeit ihres Vertrauens möglichst rasch zur Feststellung des tatsächlichen Sachverhaltes nach Österreich schickt. Zum Zweiten, dass wir eine Abstimmung machen werden nach dem Statut der Saar-Abstimmung und dass wir absolut, wie sie auch ausfallen würde, dies anerkennen. Ich konnte das ja umso besser zusagen, als mir persönlich bekannt und klar war, dass eine überwältigende Mehrheit für den Anschluss stimmen würde. Ich komme nun zum entscheidenden Teil des Einmarsches der Truppen. Das war der zweite Punkt, wo der Führer eingriff und wir nicht einer Meinung waren. Der Führer wollte den Einmarsch aufgrund eines Wunsches der neuen, sprich von uns gewünschten Regierung Seyß-Inquart, dass sie die Truppen für innere Beruhigung anfordern sollten. Ich war dagegen, wohlverstanden, nicht gegen den Einmarsch. Für den Einmarsch war ich unter allen Umständen. Nur die Begründung, hier waren die Differenzen. Gewiss, es konnte an einem Punkt, nämlich Wien und Wiener Neustadt, eventuell zu Unruhen kommen. Da ein Teil der Austromarxisten, die schon einmal einen bewaffneten Aufstand gemacht hatten, tatsächlich bewaffnet waren,
Dieses aber war nicht von so entscheidender Bedeutung. Hingegen war von ausschlaggebender Bedeutung, dass sofort und in ausreichendem Maße Truppen, deutsche Truppen, nach Österreich marschieren mussten, um jedes Gelüst eines Nachbarn bei dieser Gelegenheit auch nur ein einziges österreichisches Dorf zu erben, einen Riegel vorzuschieben. Ich gebe zu bedenken, zu dem Zeitpunkt war die Stellungnahme Mussolinis noch nicht endgültig zur österreichischen Frage gegeben, obgleich ich ihn im Jahr vorher in dieser Richtung stark bearbeitet habe. Die Italiener folgten immer noch etwas nach Osttirol. Die 5 Divisionen am Brenner damals hatte ich ihnen noch nicht vergessen. Die Ungarn sprachen mir zu viel vom Burgenland. Die Jugoslawen haben einmal etwas von Kärnten erwähnt, aber ich glaube, dass ich ihnen damals klar gemacht habe, dass das irrsinnig wäre. Also, um all diesen Hoffnungen ein für alle Mal vorzubeugen, die sich bei solchen Dingen leicht ergeben, wünschte ich ganz klar den Einmarsch der deutschen Truppen unter der Parole, der Anschluss ist vollzogen, Österreich ein Teil Deutschlands und damit in seinem ganzen Umfang automatisch und vollkommen unter dem Schutz des Deutschen Reiches und seiner Wehrmacht gestellt. Der Führer wollte diese außenpolitische Demonstration so stark nicht betonen und veranlasste mich schließlich, doch sei es zu veranlassen, ein solches Telegramm zu schicken. Da in der entscheidenden Punkt Einmarsch Einigkeit bestand, erklärt sich dieses Telefongespräch, wo ich Seiß sagen ließ, er brauche es gar nicht abschicken, er sollte nur telefonisch durchgeben, dann wäre das für mich genügend. Das war der Grund. Die Zustimmung Mussolinis traf erst um 11:30 Uhr nachts ein. Zustimmung, ist ja bekannt, welche Erleichterung sie für den Führer brachte. Am Abend desselben Tages, nachdem alles klar war und der Ablauf vorauszusehen war, begab ich mich in den Fliegerclub, wo lange Wochen vorher schon zu einem Ball eingeladen war. Ich erwähne das, weil auch hier dieses als eine Art Täuschungsmanöver damals bezeichnet wurde. Die Einladungen hierzu waren aber herausgegangen zu einem Zeitpunkt, als noch nicht einmal, glaube ich, Berchtesgaden stattgefunden hatte. Dort traf ich fast alle Diplomaten. Ich zog mich sofort mit dem englischen Botschafter Sir Henderson zurück und sprach 2 Stunden mit ihm und setzte ihm alle Gründe noch einmal auseinander und legte alles klar und sagte ihm auch, er möge mir sagen, welcher Staat, was ich nachher auch Ribbentrop sagte, in der ganzen Welt durch unsere Vereinigung geschädigt wird. Wem wir etwas wegnehmen und wem wir damit etwas zuleide tun. Es sei dies eine absolute Wiedergutmachung, denn beide Teile haben durch Jahrhunderte im Deutschen Reich zusammengehört. Und nur durch die politischen Konstruktionen, später Monarchie, Ausscheiden Österreichs, seien sie getrennt worden.
Als der Führer am nächsten Morgen nach Österreich abflog, übernahm ich, wie bekannt, die Geschäftsführung des Reiches während der Abwesenheit. Ich habe hierbei auch verboten, dass die sogenannte österreichische Legion, es handelte sich um die während der Vorzeit der Kampfperiode aus Österreich ausgeschiedenen, weil sie belastet waren, dass die zunächst zurückkehrte, weil ich keinerlei Unruhe haben wollte. Zum Zweiten aber habe ich auch veranlasst, dass nördlich der Donau, also zwischen der tschechoslowakischen Grenze und der Donau, nur ein Bataillon durch die Ortschaften marschiert, sodass die Tschechoslowakei daraus klar erkennen konnte, dass es sich hier ausschließlich um eine österreichische, deutsche oder deutsche-österreichische Angelegenheit handelte. Dieses Bataillon musste dort marschieren, damit auch die Städte nördlich der Donau am Jubel teilnehmen konnten. In diesem Zusammenhang abschließend möchte ich zwei Dinge noch betonen. Wenn Herr Messerschmidt in seinem langem Evidebit zum Ausdruck bringt, ich hätte vor diesem Anschluss mehrere Besuche in Jugoslawien und Ungarn unternommen, um beide Staaten für den Anschluss zu gewinnen, und ich hätte Jugoslawien einen Teil von Kärnten zugesagt, so habe ich diesen Aussagen gegenüber, oder besser gesagt, so fehlt mir diesen Aussagen gegenüber jedes Verständnis. Meine Besuche in Jugoslawien und in den übrigen Balkanländern galten den weiteren Verbesserungen der Beziehungen, besonders der Handelsbeziehungen, an denen mir als Vierjahresplan sehr lag. Und wenn jemals Jugoslawien auch nur ein einziges Kärntnerdorf gefordert hätte, so würde ich gesagt haben, dass ich da überhaupt nicht einmal antworten kann. Denn wenn überhaupt ein Land kerndeutsch ist, war und ist, so ist dies Kärnten. Zum Zweiten, es ist hier in der Anklage von einem Angriffskrieg gegen Österreich gesprochen. Ein Angriffskrieg führt man, wenn man schießt, Bomben wirft und so weiter. Hier wurde aber nur eins geworfen, und das waren Blumen. Aber vielleicht meint die Anklage das anders, und da könnte ich ihr zustimmen. Ich persönlich habe immer erklärt, dass ich alles tun werde, dass der Anschluss zu keiner Erschütterung des Friedens führt. Das aber auf die Dauer gesehen, wenn uns dieser für immer verweigert werden sollte, ich persönlich um dieses Ziel, dass hier diese Deutschen in ihr Vaterland zurückkommen, auch unter Umständen um Österreich, nicht gegen Österreich, einen Krieg führen könnte. Somit glaube ich, in Kürze eine Darstellung der österreichischen Ereignisse gegeben zu haben, und ich schließe sie mit der Betonung, dass hier nicht so sehr der Führer wie ich persönlich die volle und ganze Verantwortung für das, was daraus geschehen ist, trage. An dem Abend vor dem Einmarsch der Truppen in Österreich haben Sie auch ein Gespräch mit dem Dr. Mastny, dem Gesandten der Tschechoslowakei, gehabt. Soll ihm bei dieser Gelegenheit eine Erklärung abgegeben haben unter Ihrem Ehrenwort.
Wie verhält es sich mit diesem Gespräch? Ich bin besonders dankbar, dass ich nun endlich zu diesem Ehrenwort, das während der vergangenen Monate so oft vorgebracht wurde, das mich sehr belastet hat, eine klare Darstellung geben kann. Ich erwähnte, dass an diesem Abend fast alle Diplomaten auf diesem Fest waren. Nachdem ich mit Sir Neville Henderson gesprochen hatte und wieder in den Saal zurücktrat, kam der tschechoslowakische Gesandte Dr. Mastny außerordentlich aufgeregt auf mich zu, zitterte und fragte, was in dieser Nacht geschehe und ob wir auch in die Tschechoslowakei einmarschieren wollten. Ich gab ihm eine kurze Darstellung und sagte, nein, es handelt sich ausschließlich um den Anschluss Österreichs, hat mit ihrem Land gar nichts zu tun, besonders dann nicht, wenn sie sich völlig aus den Dingen draußen halten. Er dankte mir und ging scheinbar zum Telefon. Aber schon nach kurzem kam er noch aufgeregter zurück. Ich hatte das Gefühl, dass er mich in seiner Aufregung kaum mehr richtig verstand. Ich habe ihm daraufhin in Gegenwart anderer gesagt, Exzellenz, hören Sie jetzt gut zu. Ich gebe Ihnen mein persönliches Ehrenwort, dass es sich hier ausschließlich um den Anschluss Österreichs handelt und dass kein deutscher Soldat sich Ihrer der tschechoslowakischen Grenze nähern wird. Sorgen Sie dafür, dass auch seitens der Tschechoslowakei keine Mobilmachung und dadurch Erschwerung vielleicht in diesem Augenblick entsteht. Das sagt er zu. Ich habe ihm zu keinem Augenblick gesagt, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass wir für Zeit und Ewigkeit niemals mit der Tschechei was zu tun haben wollen, sondern er verlangte nur eine Aufklärung für dieses Ereignis, für diesen Zeitpunkt, und ich habe sie ihm für diesen Zeitpunkt gegeben. Denn ich hatte ja vorher schon klar zum Ausdruck gebracht, dass ich die Lösung der sudetendeutschen Frage für irgendwie und irgendwann notwendig hielt. Eine ehrenwörtliche Erklärung für eine endgültige Bindung hätte ich ihm nicht gegeben und wäre für mich auch nicht möglich gewesen, denn ich hatte ja vorher schon eine Erklärung in anderer Richtung abgegeben. Sie war verlangt für den Augenblick, sie war verlangt im Zusammenhang mit den österreichischen Ereignissen, dass bei dieser Gelegenheit die Tschechoslowakei nicht tangiert würde, das konnte ich mit gutem Gewissen ehrenwörtlich versichern, weil zu diesem Augenblick weder bezüglich der Tschechoslowakei noch bezüglich der Lösung der Sudetenfrage irgendein Beschluss bei uns zeitlich gefasst war. Am 15. März 1939 hat eine Unterredung zwischen Hitler und dem Präsidenten Hacha stattgehabt. Sind Sie bei dieser Besprechung zugegen gewesen? Und in welcher Form haben Sie hier mitgewirkt? Es handelt sich hierbei um den Beginn der Errichtung des Protektorats in der Tschechoslowakei. Nach München, nach dem Münchner Abkommen und der Lösung der sudetendeutschen Frage war lediglich zwischen dem Führer und einigen seiner Mitarbeiter eine Festlegung
militärisch dahin geschehen, dass wenn nach dem Münchner Abkommen sich neue Schwierigkeiten oder aus der Besetzung der Zonen ergeben würden, gewisse Vorsichtsmaßnahmen jederzeit von militärischer Seite durchführbar sein müssten. Denn nach Besetzung der Zonen waren die Truppen, die für den Fall Grün, Anklage Großer Schmund, bereitgestellt worden waren, demobil gemacht. Es konnte aber eine Entwicklung eintreten, die jeden Augenblick von äußerster Gefahr für Deutschland werden konnte. Denn man braucht sich nur erinnern, welche Auslegung und in welcher Form damals zum Beispiel die russische Presse, der russische Rundfunk zum Münchner Abkommen und zur Besetzung des Sudetenlands Stellung genommen hat. Schärfer konnte man kaum noch sprechen. Eine Verbindung zwischen Prag und Moskau bestand schon von längerer Zeit. Prag, enttäuscht durch das Münchner Abkommen, konnte nun verstärkten Anschluss nach Moskau nehmen. Solche Anzeichen sah man besonders im tschechischen Offizierkorps und wurden gemeldet. Für diesen Fall, dass sich hieraus für Deutschland Gefahrenmomente ergeben sollten, war eine Anweisung an die militärischen Dienststellen gegangen, Vorkehrungen, wie das Pflicht gewesen ist, zu treffen. Das hat dieser Befehl mit einer Absicht, nach kurzem die Rest-Tschechoslowakei zu besetzen, nichts zu tun. Ich selbst fuhr Ende Januar nun zum ersten Mal auf einen längeren Urlaub an die Riviera. Und während dieser Zeit schied ich aus all meinen Geschäften bewusst aus. Anfang März kam überraschend ein Kurier des Führers mit einem Brief an mich, indem er mir mitteilte, dass die Entwicklung in der Tschechoslowakei eine derartige sei, dass es für ihn sträflich gehandelt wäre, würde er dieser Entwicklung weiteren Lauf lassen. Sie würde zu einer drohenden Gefahr für Deutschland und er sei deshalb entschlossen, die Frage nunmehro so zu lösen, dass er die Tschechoslowakei als weiteren Gefahrenherd inmitten Deutschlands ausschließe. Und dass er deshalb zunächst an eine Besetzung denke. In dieser Zeit war ich in Sanremo sehr viel mit Engländern zusammen gewesen. Ich hatte erkannt, dass man dort nach München an sich damit abgefunden hatte und das auch befriedigend fand, aber ein weiteres Rühren an der Tschechei oder Tschechoslowakei sehr große Erregung hervorrufen würde. Ich gab dem Kurier einen Brief mit. Vielleicht befindet er sich unter den mehreren hundert Tonnen Papier, das die Anklagebehörde besitzt.
würde auch verstehen, wenn sie nicht vorlegt. Es wäre für mich ein entlastendes Moment. In diesem Brief teilte ich dem Führer diesen Standpunkt mit und schrieb ihm, ungefähr, im Sinne nach, dass wenn jetzt dieses geschehe, dass eine sehr starke Desavouierung des englischen Premierministers Chamberlain sein würde, ich glaubte kaum, dass er das durchstehen könnte. Und es würde dann vielleicht Mr. Churchill kommen und seine Einstellung zu Deutschland kenne er ja. Zum Zweiten würde man das nicht verstehen, weil man ja gerade erst die Angelegenheit zur allgemeinen Befriedigung geklärt habe. Drittens glaubte ich ihn beruhigen zu können in Folgendem. Ich glaubte, dass das, was er jetzt durch Besetzung an Gefahrmomenten ausschalten wollte, auf etwas längerem Weg gehen könnte unter völliger Schonung all der Momente, die sowohl die Tschechoslowakei als auch die anderen in Erregung bringen könnte. Nämlich, ich war davon überzeugt, dass nachdem das Sudetenland abgetrennt war und Österreich auch ein Bestandteil Deutschlands war, eine wirtschaftliche Durchdringung der Tschechoslowakei nur ein Problem der Zeit sein würde. Das heißt, meine Hoffnung ging dahin, durch stärkste Bindung der wirtschaftlichen Interessen schließlich zu einer Verkehrs-, Zoll- und Währungsunion, und zwar aus gegenseitigem gemeinsamen Interesse der Wirtschaft heraus zu gelangen. Sei dies aber der Fall, so sei auch politisch eine souveräne Tschechoslowakei so stark an Deutschland und mit Deutschland interessiert, dass ich glaubte, ein Gefahrenmoment dann nicht mehr auftreten könnte. Wenn aber die Slowakei die Selbstständigkeitsbestrebungen in so starkem Maße zum Ausdruck bringt, so bräuchten wir dem ja keineswegs entgegentreten. Im Gegenteil, man könne dies unterstützen, denn selbstverständlich sei dann eine wirtschaftliche Interessengemeinschaft und damit Durchdringung noch sehr viel näher herangerückt wie im umgekehrten Fall. Weil wenn die Slowakei sich trennte, dann beide Länder wirtschaftlich so stark auf Deutschland angewiesen seien, dass man beide Länder wirtschaftlich aufs Engste an Deutschland interessieren und fesseln könnte. Mit diesem Brief, ich habe ihn dem sinngemäß zusammengefasst, ging der Kurier zurück. Ich hörte dann einige Tage nichts. Would that be a convenient time to break off? Jawohl. Ja, die Dinge sind ja aber so wichtig, ja. Nicht, dass sie das stimmt. Ja, das Gericht kann. Das Gericht ist eben. Ja, ja. Das ja. Was ja. Bringen Sie jetzt mit Mittag noch? Nicht fühlen wir. Können Sie nicht denken. Da sieht man das Gericht nicht wieder raus, nicht? Wie? Dann wollen Sie es doch uns laufen lassen, nicht? Ich meine, das ist ja die Grundentwicklung. Ja, ja, eben.
wurde dann Wollen Sie bitte fortfahren? Ich wurde dann kurzfristig nach Berlin zurückberufen. Traf am Morgen desselben Tages in Berlin ein, als Präsident Hacher am Abend in Berlin eingetroffen ist. Führer noch einmal mündlich das Gleiche vor, was ich vorhin betonte, ich ihm geschrieben hatte. Der Führer wies mich auf Unterlagen hin, die er besaß, dass doch die Situation in der Tschechoslowakei sich ernster entwickelt habe. Einmal sei der Staat sowieso im Zerfall durch die Loslösung der Slowakei. Aber das sei nicht das Entscheidende, sondern er zeigte mir Dokumente des Nachrichtendienstes, dass sich auf den Flugplätzen, ein Teil der Flugplätze der Tschechoslowakei, russische Fliegerkommissionen befanden, dort Ausbildung trieben und so weiter. Was nicht in Übereinstimmung mit dem Abkommen von München sei. Und er fürchte, dass nach wie vor die Tschechei, wenn die Slowakei weg sei, besonders in antideutschem Sinne als nunmehr russische Flugzeugbasis ausgenutzt würde. Er sei fest entschlossen, diese Gefahr zu beseitigen. Der Präsident Hacher hätte um eine Unterredung ersucht, so sagte er mir damals, und träfe am Abend ein und er wünschte, dass ich ebenfalls in der Reichskanzlei wäre. Präsident Hacher kam an, sprach zuerst mit dem Reichsaußenminister. Danach kam er zum Führer. Wir begrüßten ihn kurz. Er sprach zunächst mit dem Führer allein. Dann wurden wir wieder zugezogen. Dann sprachen ich mit ihm in Gegenwart seines Gesandten und drang auf ihn, dass die Forderung des Führers, die Truppen mögen sich beim Einmarsch der Deutschen zurückhalten, damit kein Blutvergießen käme, raschestens durchgeführt würde. Ich sagte ihm, dass das ja doch nichts nütze. Der Führer sei entschlossen, hielt es für notwendig und es könne sich nur um unnötiges Blutvergießen handeln, denn Widerstand sei ja auf Dauer in keiner Weise möglich. Ich habe dabei auch die Äußerung getan, dass es mir leid täte, wenn ich das schöne Prag bombardieren müsste. Absicht, Prag zu bombardieren, bestand nicht. Es war auch kein diesbezüglicher Befehl gegeben. Denn selbst bei einem Widerstand wäre das nicht notwendig gewesen. Der Widerstand war jederzeit leichter, ohne dieses Bombardement zu brechen. Aber ein solcher Hinweis glaubte ich, dass als Argument mitwirken würde, die Sache zu beschleunigen. Es gelang mir dann, zwischen ihm und seiner Regierung in Prag die Telefonverbindung voranzuschaffen und er gab den Befehl und es kam somit am nächsten Tag zur Besetzung und zum Einmarsch in Prag. Sind Sie mit dem Führer nach Prag gefahren? Nein, ich bin nicht mit dem Führer nach Prag gefahren. Ich war etwas verstimmt. Ich habe die Tschechoslowakei, ohne Sudetendeutschland, in der ganzen Zeit, seit diesem Vorfall, überhaupt nicht betreten. Mit Ausnahme am 21. April 1945,
wo ich durch einen Teil der Tschechoslowakei kurz durchgefahren bin. Weshalb waren Sie verstimmt? Weil die Sache alle etwas über meinen Kopf hinweg gemacht worden ist. Haben sich andere Mächte an der Besetzung der Tschechoslowakei beteiligt? Ja, Polen hat das Olsa-Gebiet seinerzeit genommen. Es ist von der Anklagebehörde ein Dokument vorgelegt worden, aus dem gefolgert wird, dass die Ermordung des deutschen Gesandten im Anschluss an eine deutschfeindliche Demonstration in Prag erfolgen solle. Also, es ist das so dargestellt worden, als ob die Ermordung des deutschen Gesandten vorgenommen werden solle, um auf diese Weise einen Anlass zu schaffen für die Annexion. Dieser Fall liegt aber vor der Lösung der sudetendeutschen Frage. Und ich habe diesem Punkt sehr aufmerksam zugehört. Ich erinnere mich auch, wie die Zusammenhänge tatsächlich waren. Es wurde nicht in dem Sinne besprochen und kann auch nicht in dem Sinn ausgelöst werden, als wollten wir unseren eigenen Gesandten ermorden oder hätten dies in Betracht der Möglichkeit gezogen, um einen Anlass zur Lösung der Frage zu haben, sondern die Möglichkeiten, die zu einer raschen Zusammenstoß führen könnten unter diesen, war bei den Spannungen, die zwischen der Tschechoslowakei und Deutschland wegen Sudeten Deutschland bestand, auch die Möglichkeit in Betracht gezogen worden, dass tatsächlich der deutsche Gesandte in Prag ermordet werden könnte von tschechoslowakischer Seite und dass dies zu einem sofortigen Handeln Deutschlands unter allen Umständen und unter Außerachtlassung sonstiger politischer Verhandlungen führen müsste. Diese Möglichkeit kam aus der Situation, dass vor der deutschen Gesandtschaft in Prag es zu außerordentlichen und nicht abstreitbaren Demonstrationen gekommen waren, sodass von Seiten Deutschlands der Gesandtschaft zur Verteidigung ihrer Gesandtschaft Waffen geschickt worden waren. So bedrohlich hielt man diese Situation. Und aus diesen Gedankengängen heraus hat man von dieser Möglichkeit gesprochen. Das ist hier falsch verstanden. Nicht wir wollten den Gesandten als Anlass oder Eventualanlass ermorden, sondern wir sahen die Möglichkeit, dass dies von anderer Seite geschehen könnte, unter Umständen als gegeben an und daraufhin würde allerdings der Führer augenblicklich gehandelt haben. In welchem Umfang haben Sie Beschlagnahmen in der Tschechoslowakei vorgenommen? Vor dem Kriege wurde in der Tschechoslowakei keine Beschlagnahme vorgenommen, in dem Sinn, dass Wirtschaftsgüter abgefahren wurden. Im Gegenteil, die große und starke Wirtschaftskapazität der Tschechoslowakei wurde in vollem Umfang in die Wirtschaftskapazität Deutschlands mit eingereiht. Das heißt vor allem, dass wir Wert darauf legten, nachdem nun mal das Protektorat erklärt war, damit eine Aktion abgeschlossen, dass selbstverständlich die Skoda-Werke, Brünner Waffenwerke, also sehr bedeutende Rüstungswerke, mit in das Rüstungspotenzial Deutschlands eingeschleust wurden. Das heißt, Aufträge und Bestellungen
wurden zunächst in großem Ausmaß dorthin verlegt. Darüber hinaus wurden sogar neue Industrien errichtet und Unterstützungen in dieser Richtung gegeben. Es ist zum Vorwurf gemacht worden, dass wir unter anderem neue Schienen dort abgebaut hätten und alte Schienen aus Deutschland dort aufmontiert. Ich glaube, dass hier ein absoluter Irrtum vorliegen muss, denn das Verkehrsnetz der Tschechoslowakei, des Protektorats, war eines der wichtigsten für Deutschland. Der gesamte Südostverkehr aus dem Balkan lief durch das Protektorat einmal Richtung Wien, Prag, Dresden, Berlin, zweite Hauptlinie, Wien, Lundenburg, Oderberg, Breslau. Der ganze, da der Kanal noch nicht fertig war, Verkehr überhaupt aller Wirtschaftsgüter ging ja nun nicht mehr außen herum, sondern ging den kürzesten Weg. Wir wären ja wahnsinnig gewesen, dieses Verkehrsnetz zu schwächen. Ich kann nur Folgendes als Grund annehmen, dass beim Ausbau, zusätzlichen Ausbau des vorhandenen Verkehrsnetzes aus deutschen Schienenbeständen vielleicht manche Schiene mit verwandt worden ist, die nachher im Regierungsbericht als alt erschien, aber neue dafür abmontiert, das ist absoluter Unsinn. Weiter war es selbstverständlich, dass, als das Sudetenland angeschlossen wurde, der Vorwurf, dass die staatlichen Domänen und Forsten in den deutschen Staatsbesitz übergingen, nicht zutrifft. Denn es ist ja selbstverständlich, dass mit Abtretung eines Landes der dortige Staatsbesitz auch in den Besitz des neuen Staates übergeht. Auch der Vorwurf, soweit es das Sudetenland betrifft, dass die dortigen Bankinstitute an deutsche Banken angeschlossen wurden, ist selbstverständlich nicht berechtigt, denn für dieses Land wurde ja die deutsche Währung eingeführt. Folgedessen mussten auch die Filialbankinstitute darauf umgestellt werden. Soweit es sich um das spätere Protektorat handelt, habe ich schon betont, dass bereits vor der Schaffung dieses Protektorats von meiner Seite eine starke wirtschaftliche Durchdringung der Tschechoslowakei angebahnt war. Und zwar dadurch, dass einerseits wir Aktien erworben hatten aus anderem Besitz, der uns Anteil an tschechischen, slowakischen Unternehmungen gab. Weiter dadurch, dass, glaube ich, gewisse Darlehen von westlicher Seite, soweit ich mich erinnere, zurückgezogen und von uns dafür gegeben wurden. Damit hängt auch zusammen, dass die Reichswerke Hermann Göring dort auftauchten, weil sie einen größeren Aktienbesitz der Skoda-Werke erworben hatten, um diese als verarbeitende Industrie für ihre Walzwerk- und Stahlwerkprodukte mit einzuschalten, ebenso wie andere Industrien in Deutschland. Es ist also selbstverständlich, dass nachdem das Protektorat geschaffen worden war, die gesamte Wirtschaftskapazität des Protektorats mit in die Gesamtwirtschaftskapazität Deutschlands eingeschleust worden ist. Am 15. November 1937 hat in der Reichskanzlei
eine Besprechung vor dem Führer stattgefunden, über die von einem Oberst Rosbach eine Niederschrift angefertigt ist, die als Hitlers Testament bezeichnet ist. Sie ist hier wiederholt schon Gegenstand der Verhandlung gewesen. Und ich bitte um eine kurze Erklärung, welche Bedeutung es mit dieser Besprechung hatte. Ich lasse Ihnen dieses Dokument mal vorlesen. Vielleicht nur, dass Sie es sich mal eben ansehen und Ihre Erinnerung daran auffrischen. .386 PS. Dies Dokument ist mir hier bereits vorgelegt worden. Ja. Und ich kenne es ungefähr im Inhalt nach. Dieses Dokument spielt ja in der Anklage eine bedeutende Rolle, da es unter dem Begriff Testament des Führers läuft. Es ist auch tatsächlich an einer Stelle dieses Wort, ich finde sie jetzt nicht so schnell, Testament angeführt von Rosbach. Zum technischen Teil der Niederschrift folgendes. Rosbach war Adjutant des Führers, Chefadjutant. Als solcher war er bei der Sitzung zugegen und machte sich darüber Notizen. 5 Tage später, wie ich festgestellt habe, hat er dann aufgrund dieser Notizen die Niederschrift gemacht. Es ist also eine Niederschrift, die alle Fehler auch enthält, die bei solchen nicht durch wechselnde Stenografen laufen, aufgenommene Niederschriften leicht erfolgen und die auch unter Umständen subjektive Meinungen des Betreffenden, wie er sie verstand, oder Meinungen, wie er sie verstanden hat, wiedergeben. Es ist eine ganze Reihe von Punkten drin, das sagte ich seinerzeit schon, die absolut mit dem übereinstimmen, was der Führer wiederholt geäußert hat. Es sind andere Punkte drin, von denen ich sagen könnte, oder Formulierungen, dass sie dem Führer so gar nicht gelegen haben. Ich habe zu viel in den letzten Monaten Niederschriften von Verhören und so weiter gesehen, die zum Teil gar nichts mit dem zu tun hatten oder dem Sinn, den man ausgeführt hatte, sodass ich auf diese Fehlerquellen auch hier voll hinweise. Soweit das Wort Testament gebraucht ist, widerspricht dies völlig der Auffassung des Führers. Denn wenn überhaupt jemand über diese Auffassung Bescheid weiß, so bin ich es. Die Nachfolgeschaft für meine Person war nicht erst seit dem 1. September 1939 bestimmt, sondern bereits im Spätherbst 1934. Ich hatte Gelegenheit, mit dem Führer oft über ein sogenanntes politisches Testament zu sprechen. Er lehnte dies mit der Begründung ab, dass man niemals einen Nachfolger durch ein politisches Testament festlegen könnte. Denn die Entwicklung und die politischen Ereignisse müssten ihm zu jeder Stunde und jeder Zeit völlige Handlungsfreiheit geben. Es könne wohl jemand politische Wünsche oder Auffassungen niederlegen, aber niemals bindende Formen eines Testaments.
Das war damals und solange ich überhaupt bei, mit ihm in dem Vertrauensverhältnis stand, jederzeit seine Auffassung. Nun, was wollte er mit diesen Ausführungen hier bezwecken? Es waren zusammengerufen der Kriegsminister, der Oberbefehlshaber des Heeres, der Oberbefehlshaber der Marine, der Luftwaffe und der damalige Reichsaußenminister. Der Führer hat mich kurz vorher, weil ich früher da war, informiert, dass er diese Sitzung mache, um vor allen Dingen dem Generalobersten von Fritsch, wie er sich ausdrückte, Dampf zu machen, weil er mit der Aufrüstung des Heeres in keiner Weise zufrieden sei. Und es könne auch nicht schaden, wenn Herr von Blomberg dabei auch eine gewisse Nachdruck dann auf Fritsch geben würde. Ich erwähnte, warum Herr von Neurath dabei sein sollte. Ja, er wolle das nicht so rein militärisch, sondern er wolle den Oberbefehlshaber bei mir, und für Reda sei das nicht notwendig, aber gerade Fritsch klar machen, dass die politische, außenpolitische Lage ein derartig forciertes Tempo der Rüstung benötigte. Und aus diesem Grunde hätte er den Außenminister hinzugezogen, der davon nichts wusste. Die Ausführungen waren dann so gehalten, wie sie der Führer in solchen Fällen gerne bevorzugte. Er holte weit aus, stellte die Dinge in großen politischen Rahmen hin und sprach von der gesamten Weltlage, von allen Ecken und Enden, und für jeden Eingeweihten, der ihn so genau kannte wie ich, war der Zweck sehr bald immer abzusehen. Und er ging hier ganz eindeutig und ganz klar darauf hinaus, dass er große Absichten habe, die Lage politisch so und so sei. Und das Ganze endete zum Schluss eben in der Richtung einer starken Rüstung. Ich möchte behaupten, dass wenn der Führer 2 Stunden oder 1 Stunde später in einem anderen Kreis gesprochen hätte, zum Beispiel zu Diplomaten, Auswärtigen Amtes oder vielleicht funktionierende Partei, der die Dinge vielleicht anders, ganz anders dargestellt hätte. Trotzdem enthält natürlich ein Teil dieser ganzen Ausführung grundsätzliche Einstellungen des Führers. Aber von dem Ausmaß an Bedeutung, wie heute dieses Dokument genommen wird, betrachtet wird, dieses Ausmaß an Bedeutung kann ich diesem Dokument mit bestem Willen nicht geben. Sie sprachen davon, dass Sie als Nachfolger des Führers vorgesehen war. Wurden Sie in diese Eigenschaft von Hitler eingeweiht in alle politischen Fragen? Ich spreche jetzt von der Zeit meines guten Verhältnisses, das noch weit in den Krieg hinein reichte. Ich wurde selbstverständlich von ihm in all großen politischen Fragen und militärischen Fragen eingeweiht, eingeschaltet. Und zwar geschah dies meist in sehr vielen und langen Besprechungen, die ich oft stundenlang Tag für Tag mit ihm hatte. Und manchmal in den außenpolitischen wurde ich allerdings überrascht und schaltete mich dann aber möglichst selbst ein. Und er äußerte auch mal, dass ihm an anderer Stelle, dass ich außenpolitisch eine sehr eigene Meinung hätte, für ihn nicht immer leicht sei, mit mir da konform zu gehen. Aber ich möchte betonen, in allen
großen politischen Fragen war ich selbstverständlich eingeschaltet. Am 23. Mai 1939 hat eine Besprechung bei dem Führer stattgefunden, über die hier kürzlich auch bei der Vernehmung des Zeugen Milch gesprochen wurde. Darüber ist ebenfalls eine Niederschrift angefertigt, Dokument L79. Nach der Fassung des Protokolls haben Sie an dieser Sitzung teilgenommen. Der Zeuge Milch erklärte, Sie seien nicht anwesend gewesen. Ich bin tatsächlich nicht anwesend gewesen. Aber, denn der Milch ist im letzten Moment für mich rübergerufen worden. Aber selbstverständlich, wenn der Zeuge Milch aussagt, er habe keine Erlaubnis vom Führer bekommen, mich zu unterrichten, so ist das so zu verstehen, dass der Führer einen solchen Punkt mir nicht durch meinen Staatssekretär oder solche Ausführung mir nicht durch meinen Staatssekretär machen lassen wollte, sondern sie mir selbst geben wollte. Auch diese Sache. Nein, ich bin bei dieser Sitzung sogar dabei gewesen. Ich sehe das jetzt erst aus einem anderen Punkt. Aber selbst wenn ich nicht dabei gewesen wäre, Milch muss da eine andere Sitzung noch im Auge haben, würde das gar keine Rolle spielen. Denn es ist ausgeschlossen, dass der Führer mit solchen Herren eine Besprechung abhält und sie mir nicht vorher oder nachher mitteilt, wenn ich nicht dabei gewesen sein sollte. Das spielt also gar keine Rolle. Es ist ganz selbstverständlich, dass hier in solchen Fällen entweder schon vorher oder wenn ich nicht dabei war, hinterher vom Führer mir ausführlich darüber gesagt worden wäre. Aber ich ersehe, dass sich Milch hier geirrt hat und eine andere Sitzung meint, denn ich habe ja zum Schluss noch bezüglich der Rüstungsprogramme Fragen gestellt. An die erinnere ich mich ganz genau. Welche Bedeutung hatte diese Besprechung? Es war eine Besprechung, die der Führer abgehalten hat, wo er wiederum seine Ausführung machte über die Darstellung der Lage und der Stellung, der sich aus dieser Lage für die Wehrmacht ergeben Aufgaben. Und auch hier wieder kam es in erster Linie darauf an, die Wehrmacht rüstungsmäßig und bereitstellungsmäßig darauf hinzuweisen, dass er mit allen möglichen politischen Entwicklungen rechnet und sich selbst damit volle Freiheit der Entschließungen seinerseits behalten wollte. Es ist zum Teil Rückschauen über die Ereignisse, die sich bis dahin abgespielt haben. Und ich brauche nicht zu betonen, wie leicht man Dinge, die man rückschauend betrachtet, in einem anderen Lichte der Entwicklung und des Ablaufes sieht und auch darstellt, als wie sie vorher tatsächlich de facto gewesen sind. Ich kann leicht hinterher sagen, ich habe damals schon das gewollt und dies gewollt und jenes, weil ich es mittlerweile erreicht habe. Und kann auch sagen, es ist unwillkürlich naheliegend, dass das immer meine Absicht gewesen sei, während man genau weiß, dass es vorher doch sehr von anderen Faktoren abgehangen hat, ob es so werden würde. Und dass damals die Absichten noch ganz anders
unter Umständen gewesen sind. Im Allgemeinen ist es auch hier wieder so, dass Fehler der nicht richtigen Auffassung des Adjutanten unterlaufen sind, dass im Großen und Ganzen aber es eine jener typischen Besprechungen ist, wie sie der Führer gehalten hat, wenn er irgendeinen ganz bestimmten Zweck erreichen wollte und diesen Zweck den notwendigen Nachdruck zu geben, die Absicht hatte. In der Zeit von 35 bis 38 haben Sie wiederholt Staatsbesuche in Polen gemacht. Zu welchem Zweck erfolgten diese Besuche? Nach der Klärung des Verhältnisses Deutschland-Polen 1934 wünschte der Führer eine Untermauerung dieses damaligen Abkommens und die Schaffung einer persönlich besseren Atmosphäre. Er bat mich, diese Aufgabe zu übernehmen. Und zwar deshalb, weil er glaubte, dass ich mit dem polnischen Herrn leicht ins Gespräch kommen könnte, was auch der Fall war. Der Staatspräsident hatte mich eingeladen, und ich war, das war 35, von da 35, 36, 37, jedes Jahr ein bis zwei Wochen in Polen. Ich hatte eine lange Unterredung mit dem damaligen Marschall Pilsudski und später stets mit dem Außenminister, mit Marschall Rzeczmilny und so weiter. Der Führer hatte damals mir als ernsten Auftrag, nicht als Täuschungsauftrag, gegeben, neben einer fortlaufenden Verbesserung der Beziehungen Polen zu sagen, dass er an einem starken Polen interessiert sei. Und zwar deshalb, weil ein starkes Polen zwischen Deutschland und Russland eine gute Barriere darstellen würde. Die Lösung der Danziger Korridorfrage hat der Führer mir gegenüber auch damals betont, dass sie bei Gelegenheit kommen würde, aber dass eben bis dahin sich irgendeine Gelegenheit geben würde, mit Polen hierbei zu einer Absprache zu kommen. Da spielte das litauische Problem da hinein. Und jedenfalls, das ist das Entscheidende. Er hat nicht gesagt, lullen Sie Polen ein, beabsichtigte dann über Polen herzufallen, wie überhaupt nicht es so war, dass von Anfang an, wie hier manchmal dargestellt wurde, wir zusammensaßen und verschwörend nun für die ganzen nächsten Jahrzehnte jeden Punkt dieser Absichten festlegten, sondern es ergab sich das Ganze aus dem Spiel der politischen Kräfte, der Interessen und wie das überall in der ganzen Welt, in der Staatspolitik immer gewesen ist. Ich hatte diesen Auftrag und habe bewusst diesen Auftrag ernst genommen und ehrlich und glaubens durchgeführt. Es war für mich deshalb, dass es nachher, als es nachher zu dem Zusammenstoß mit Polen kam, eine nicht sehr erfreuliche Situation. Wie war Ihre Stellung zu der Frage Memel, ganze polnischer Korridor? Diese Stellung war immer eindeutig und klar, dass Danzig und der Freistaat als Rheindeutsch irgendeinem Zeitpunkt, absehbaren Zeitpunkt, wieder zu Deutschland zurück sollte. Andererseits wurde von uns durchaus anerkannt, dass Polen einen Zugang zum Meer haben müsse und auch einen Hafen. Es war deshalb
der erste Gedanke der immer gewesen, Danzig und Freistaat zurück und durch den polnischen Korridor einen deutschen Verkehrskorridor. Das war die mindeste und bescheidenste Forderung, die lange Zeit als die absolut notwendige gelaufen ist und erschien. Und die erschien uns auch durchaus tragbar. Eine weitere Besprechung bei dem Führer hat am 23. November 1939 stattgefunden. Das Protokoll über diese Besprechung ist als Dokument 789 PS dem Gericht vorgelegt. Bitte von diesem Dokument Einsicht zu nehmen und mir dann kurz anzugeben, wie Sie sich zu dem Inhalt dieser Besprechung stellen. Hierzu kann ich mich deshalb verhältnismäßig kurz fassen. Es ist eine Ansprache an die Oberbefehlshaber und Befehlshaber jener Formationen und Armeen, die für den Westangriff nach der Erlegung Polens bereitgestellt wurden. Es ist ja ganz selbstverständlich und bedarf wohl keiner Erörterung, dass wenn ein oberster Befehlshaber einer Wehrmacht, der diese Wehrmacht selbst aktiv führt, sich entschließt, eine strategische oder umfangreiche taktische Operation zu unternehmen, das heißt, wie in diesem Fall nach Beendigung des Polenfeldzugs, wollte der Führer ja unter allen Umständen, was absolut richtig war, noch im Herbst, im Spätherbst, die Truppen herumwerfen und den Stoß nach Frankreich durchführen, um noch im Herbst und Winter 39 zum Abschluss dieser Operation zu kommen. Was ihn daran gehindert hat, war das Wetter. Weil er ohne Einsatz der Luftwaffe diese Operation, besonders Durchstoß auch durch die Maginot-Linie bei Sedan, nicht ausführen konnte. Und das Wetter brauchte er mindestens 4-5 Tage bei Angriffsbeginn, sogenanntes Flugwetter. Nur weil dies ihm Woche um Woche nicht zugesagt werden konnte, kam Sache in den Winter hinein und wurde schließlich nach Weihnachten oder Neujahr auf Beginn des Frühjahrs verschoben. Hier war aber der Zeitpunkt so, dass er glaubte, noch antreten zu können. Er nahm also die Oberbefehlshaber zusammen, denen er die Angriffsdispositionen klar bekannt gab. Es war einer seiner Ansprachen in diesem Fall, wie sie üblich waren. Und selbstverständlich, da der Führer ja nicht nur reiner Militär war, sondern in erster Linie Politiker, so kam es immer wieder, dass diese militärischen Ansprachen, die vielleicht ein reiner Soldat ausschließlich sich auf das Militärische und Strategische beschränkt haben würde, immer mit seinen politischen Grundanschauung oder politischen Tendenzen oder Absichten sehr stark vermischte. Man darf nie vergessen, dass bei diesen Ansprachen nicht alleine der Oberbefehlshaber oder oberste Befehlshaber der Wehrmacht sprach, sondern der Staatsoberhaupt, der Staatsmann Deutschlands sprach hier und dadurch lag so häufig auch bei militärischen Ansprachen ein außerordentliches politisches Moment in diesen Ansprachen. Hier wurde aber kein General etwa nun um seine Meinung befragt, ob er
die Grundtendenzen der Politik für richtig oder für nicht richtig hielt. Hier bei diesen Ansprachen wurde er nicht einmal gefragt, ob er die militärischen Ansatz für richtig oder nicht richtig hielt. Das geschah zu einem anderen Zeitpunkt. Wenn nun eine Sache abgeschlossen war, dass er mit den einzelnen Befehlshabern das rein strategisch-taktische durchexerziert hatte, dann kam solch eine Zusammenfassung, die nun noch politisch stark ausgebaut, im Vortrag den Generalen nur noch große, letzte abschließende Gedanken des Führers geben sollte. Wenn nun, ich betone dies, weil so häufig hier das eine Rolle gespielt hat, ein General hätte sagen können, mein Führer, ich halte Ihre Ausführungen für nicht richtig, Sie stimmen nicht mit unseren abgeschlossenen Verträgen überein, oder es ist dies keine Politik, die wir billigen können, dann wäre das unverständlich gewesen und nicht aus dem Grunde, weil dieser betreffende General deshalb nun erschossen worden wäre. Ich hätte am Verstand dieses Generals gezweifelt. Denn wie kann man sich vorstellen, dass überhaupt ein Staat geführt wird, wenn man in einem Krieg oder vor einem Krieg sich die politische Leitung dazu entschlossen hat, sei es zu Recht oder zu Unrecht, und nun der einzelne General abstimmen könnte, ich mache mit oder ich mache nicht mit, mein Armeekorps bleibt zu Hause, ich muss aber erst meine Division fragen, vielleicht geht die eine davon mit und bleibt nur die andere zu Hause. Dieses Recht muss ich dann letzten Endes auch dem kleinen Soldaten zubilligen. Vielleicht wäre dies der Weg, in Zukunft Kriege zu vermeiden, wenn man jeden Soldaten fragt, ob er nach Hause gehen will. Gut, möglich. Aber in einem, nicht nur im Führerstaat, das möchte ich betonen, in jedem Staat der Welt existiert militärisch eine ganz klare Formulierung. Ist Krieg oder entschließt sich die Staatsführung zum Krieg, so bekommt die militärische Leitung ihre militärischen Aufgaben. Dazu kann sie Stellung nehmen. Da kann sie Vorschläge machen, ob sie den Angriff auf dem rechten oder linken Flügel vorantreiben will oder in der Mitte durchstoßen will. Alles andere, ob hierbei durch ein neutrales Land marschiert wird oder nicht, geht die militärische Führung nichts an. Das hat ausschließlich die politische Staatsführung zu verantworten. Und so auch hier konnte gar keine Möglichkeit bestehen, dass hier ein allgemeines Gespräch über Recht oder Unrecht sich daran anschließen konnte, sondern die Generale hatten ihre Befehle vorher bekommen. Der oberste Kriegsherr hatte entschieden und damit war nichts mehr zu diskutieren für einen Soldaten. Sowohl für einen Feldmarschall wie für einen gewöhnlichen Soldaten gilt hier das Gleiche. Ein Führererlass vom 7. Oktober 1939 trägt Ihre Unterschrift. In diesem Erlass wird Himmler der Auftrag gegeben zur Germanisierung. Der Erlass ist mit dem Dokument 686 BS vorgelegt. Nehmen Sie bitte Einsicht und sagen Sie mir, welche Bedeutung diese Erlass hatte. Dieser Erlass vom 7. Oktober 39 ist nach Beendigung des Polenfeldzugs herausgegeben. Polen war damals
besiegt. Der polnische Staat als solcher existierte nicht mehr. Ich verweise hier auf die Note des damaligen Volkskommissars des Äußeren in Russland, Molotow, der hierzu Stellung nimmt. Und folgedessen war jenes Unrecht, das wir Deutsche empfunden hatten, als im Diktat von Versailles deutsche Provinzen losgetrennt von Polen übergeben wurden, durch den Sieg der Waffen ausgeglichen. Es war deshalb für uns eine Selbstverständlichkeit, dass jener Teil Polens, der bis 1918 deutsch war, wieder rückgedeutscht wurde, das heißt, in den Verband Deutschlands zurückkehrte. Nun waren in diesem Gebiet im Verlauf der Jahre weit über 1 Million Deutscher, die früher dort gewohnt hatten, dort Besitz hatten, vor allen Dingen landwirtschaftliche Bauernhöfe, Hüter etc., vertrieben, ausgewiesen und enteignet worden. Das geht hervor aus all den vielen Beschwerden, die im Laufe der Jahre nach 1919 an den Völkerbund in dieser Richtung gegangen sind. Und ein Studium dieser ganzen Beschwerden und dieser ganzen dort eingereichten Vorkommnisse, die ja heute im Archiv in Genf noch sein müssten, wird bestätigen, in welch gewaltigem Umfang damals die Polonisierung dieser deutschen Gebiete vor sich ging. Dieser Erlass bezweckte nun, dass das wieder rückgängig gemacht wurde und dass diese Gebiete wieder deutsch wurden, das heißt, die Besiedlung jener Güter und Höfe, von denen Deutsche vertrieben waren, wieder Deutsche hinkommen sollten. Dass Himmler diese Aufgabe bekam, damit war ich nicht ganz einverstanden, aber das spielte in dem Augenblick keine so entscheidende Rolle. Er bekam diese Aufgabe nicht in seiner Eigenschaft als Chef der Polizei, sondern es ist ja bekannt, dass er sich besonders immer für die Fragen einer neuen Gestaltung, sagen wir mal, des deutschen Menschen sehr besonders interessierte. Und so wurde diese Stelle, Volkstum oder wie sie hieß, einen Moment mal. Das ist ja auch gleichgültig. Also jedenfalls bekam er diese Aufgabe. Der Führer erließ das Gesetz. Ich zeichnete selbstverständlich mit, da ich der Vorsitzende des Ministerrates zu dieser Zeit war. Und dann wurde es noch gezeichnet von Lammers, also dem Chef der Reichskanzlei. Das sind selbstverständliche Mitzeichnungen. Ich stehe absolut positiv dazu, denn es entsprach durchaus meiner Auffassung, dass dort, wo die Deutschen seinerzeit vertrieben wurden und es deutsche Gebiete waren, sie wieder zurückkehren sollten. Ich mache aber darauf aufmerksam, dass es sich hier um die ehemals deutschen Provinzen handelt, genau ausgesprochen. Die besetzten polnischen Westprovinzen, meinst du? Ja. Das Gouvernement zum Beispiel war nicht für die Eindeutschung bestimmt. Wenn dort, ich weiß es nicht genau, Deutsche später angesiedelt worden sind, so trifft das nicht auf diesen, auf die Grundlage dieses Erlasses zu.
Sie fragten vorhin noch die Stellung zur Frage Meme, glaube ich. Ja. Danzig polnischer Korridor, habe ich betont. Meme war eine verhältnismäßig kleine Angelegenheit. In Meme sollte nach dem Statut von Versailles oder Völkerbund eine Abstimmung stattfinden. Kurz vorher haben die Litauer Meme und das Meme-Gebiet besetzt, um die Abstimmung zu verhindern, es Litauen einverleibt und damit ein fait accompli geschaffen. Beschwerden der damaligen deutschen Reichsregierung nützten natürlich genauso wenig wie alle vorherigen Beschwerden beim Völkerbund. Man bedauerte es, fand es für falsch und nicht richtig, was die Litauer machten, aber von Herausgabe oder beziehungsweise Durchführung der vorgeschriebenen Wahl konnte keine Rede sein. Nachdem die Litauer entgegen allen Bestimmungen damals Meme besetzt hatten, war es selbstverständlich unser absolutes nationales Recht, diese Übergriff wieder in Ordnung zu bringen und Meme numero unsererseits zu besetzen. Am 19. Oktober 1939 haben Sie einen Erlass herausgegeben, der die Herausnahme von Wirtschaftsgütern aus Polen anordnet. Dieser Erlass ist mit Dokument EC 410 dem Gericht vorgelegt. Ich bitte, zu dieser Anordnung Stellung zu nehmen. Dies ist ein Erlass, der eine allgemeine Anweisung darstellt, wie wirtschaftlich zu verfahren ist in den gesamten von uns besetzten polnischen Gebiet. Er regelt die Erfassung und Verwaltung des Vermögens des polnischen Staates innerhalb der von den deutschen Truppen besetzten Gebiete, die Regelung des Geld- und Kreditwesens, die Anordnung von wirtschaftlichen Maßnahmen, Vorbereitung einer notwendig werdenden Auseinandersetzung mit fremdstaatlichen Gläubigern und so weiter. Beschlagnahme dürfen nur von der Treuhandstelle Ost durchgeführt werden und so weiter. Es handelt sich nicht so sehr um die Herausnahme von Wirtschaftsgütern. Dem war auch nicht so. Im Gegenteil, wurde auch im Gouvernement die dort bestehende Wirtschaft, selbstverständlich die Wirtschaft, die für den Kriegszweck zu dieser Zeit brauchbar war, verstärkt und ausgebaut. Die Wirtschaft, die nicht sehr notwendig war, wurde genauso gedrosselt, wie sie im ganzen übrigen Deutschland auch gedrosselt war und bei allen anderen Staaten im Kriegsfall auch gedrosselt wird. Was die Rohstoffe anbelangt, die vorhanden waren und von Wichtigkeit für die Kriegführung, nehmen wir an Stahl oder Kupfer oder Zinn, gleichgültig was, so war die Auffassung die, oder mein Wille besser gesagt, dass diese Rohstoffe dort zu verarbeiten waren, wo sie am schnellsten umgewandelt werden konnten. War das an Ort und Stelle und durch die Verkehrslage
möglich, so sollten sie dort bleiben, um dort verarbeitet zu werden. War die Verarbeitung im Lande dort nicht möglich, so hätte ich selbstverständlich kriegswichtige Rohstoffe nicht dort liegen lassen, sondern sie unbedingt dorthin schaffen lassen, wo ihre Verarbeitung am schnellsten zum Zwecke der Kriegsverwendung möglich war. Das sagt im Großen und Ganzen auch dieser Erlass zum Teil. Das war die grundsätzliche, meine grundsätzliche Einstellung und meine grundsätzliche Anweisung. Der Sinn war, schnellste, möglichste und zweckmäßigste Verarbeitung dort, wo sie möglich war. Unter dem 19. November 1945 hat ein Dr. Cajetan Mühlmann eine eidesstattliche Versicherung abgegeben, die überreicht ist von der Anklagebehörde, das Nummer 3042 PS trägt, in der heißt es folgendermaßen, es sind drei kurze Sätze. Ich war der Sonderbeauftragte des Generalgouverneurs von Polen für die Sicherung der Kunstschätze im Generalgouvernement. Den Auftrag hatte mir Göring in seiner Funktion als Vorsitzender des Reichsverteidigungsausschusses erteilt. Ich bestätige, dass es die offizielle Politik des Generalgouverneurs Frank war, alle wichtigen Kunstwerke, die polnischen öffentlichen Einrichtungen, privaten Sammlungen und der Kirche gehörten, in Verwahrung zu nehmen. Ich bestätige, dass die erwähnten Kunstwerke tatsächlich konfisziert wurden und ich bin mir darüber klar, dass sie im Falle eines deutschen Sieges nicht in Polen geblieben wären, sondern zur Vervollständigung des deutschen Kunstbesitzes verwendet worden wären. An sich hatte ich mit der Sicherstellung der Kunstschätze in Polen nicht unmittelbar etwas zu tun, schon ganz und gar nicht als Vorsitzender des Ministerrats für die Reichsverteidigung. Tatsächlich aber kam Mühlmann, den ich kannte, zu mir und sagte, dass er sich um die Sicherstellung der Kunstschätze dort bemühen sollte. Ich stand auch auf dem Standpunkt, dass diese Kunstschätze während der Kampfzeit zunächst einmal ganz unabhängig, was mit ihnen zu geschehen habe, zu sichern wären, damit keinerlei Zerstörung möglich sei, sei es mit Feuer, mit Kampfeinwirkung und so weiter. Ich möchte gleich betonen, ich komme ja im französischen Zusammenhang darauf zurück, dass von diesen Kunstschätzen für meine sogenannte Sammlung nichts entnommen worden ist. Das nur nebenbei. Dass die Kunstschätze tatsächlich sichergestellt worden, ist richtig und auch beabsichtigt gewesen. Zum Teil schon deshalb, weil die Besitzer nicht da waren, dort aber, wo die Besitzer da waren, wie zum Beispiel, erinnere ich mich, Graf Potocki auf Landshut, blieb die Kunstsammlung an Ort und Stelle. Die Absicht,
Was mit diesen Kunstschätzen geschehen sollte, war vom Führer noch nicht endgültig bestimmt. Er hatte angeordnet, und das habe ich in einem Schreiben auch dem Mühlmann, und soweit ich mich erinnere, auch an Frank übermittelt, dass diese Kunstschätze zunächst nach Königsberg zu bringen seien. 4 Bilder seien in den Sicherheitsbunker oder Sicherheitsstelle des Deutschen Museums in Berlin zu bringen. Oder Kaiser Friedrich Museum in Berlin zu bringen. Es spielten dann noch, ich will das in diesem Zusammenhang gleich vorwegnehmen, weil die Anklage sich damit beschäftigt hat, die Dürer-Zeichnungen aus Lemberg eine Rolle. Die Dürer-Zeichnungen in Lemberg wurden nicht von uns in dieser Zeit beschlagnahmt, da Lemberg russisch geworden war. Erst beim Vormarsch gegen Russland wurde während der Kampfperiode diese Dürer-Zeichnung, soweit ich mich erinnere, der Darstellung von Mühlmann, von einem polnischen Professor, der sie vor den Russen bis dato versteckt hatte, aus dem brennenden Lemberg gerettet und ihm übergeben. Es waren Zeichnungen. Er kam damit bei mir an. Und obwohl ich sonst außerordentliches Interesse habe, hatte ich leider nicht einmal Zeit, sie in Muße anzusehen, da ich in diesem Augenblick zum Führer fuhr, sie mitnahm und wie auch Mühlmann, glaube ich, bestätigt dort sofort abgegeben habe. Wo sie von da aus hingekommen sind, weiß ich nicht. Damit glaube ich, die Frage über die polnischen Kunstschätze beantwortet zu haben. Abgesehen davon handelt es sich noch um den Veit-Stoß-Altar, der seinerzeit hier in Nürnberg hergestellt worden ist, eine rein deutsche Arbeit. Und der Führer wünschte, dass dieser Altar, damit hatte ich persönlich nichts zu tun, nach Nürnberg hier ins Germanische Museum kommen sollte. Das ist mir nur bekannt. Was endgültig beabsichtigt war, war noch nicht ausgesprochen, aber dass bei einem Friedensschluss das auch eine Rolle gespielt haben würde, die Verhandlung darüber, ist sicherlich zu bejahen. Welche Verbindung hatten Sie mit Quisling? Quisling habe ich erst lange nach der Besetzung Norwegens zum ersten und einzigen Male gesehen. Er war in Berlin, besuchte mich. Wir hatten ein belangloses, kurzes Gespräch. Vorher hat ein Mann von ihm, den ich auch nicht persönlich kannte, das heißt also vor Ausbruch überhaupt des Krieges, einen Brief an mich geschickt, der mir hier gezeigt wurde, an den ich mich persönlich nicht erinnern kann, weil derartige Briefe nach unserer Praxis auch mir kaum vorgelegt wurden. Ist aber gleichgültig. In diesem Brief sprach er sich im Namen Quislings dahingehend aus, dass wir die Bewegung Quislings doch finanziell stützen möchten und gab eine Darstellung, wie weit die politischen Gelder einerseits von Russland, die kommunistische Partei dort, andererseits von England an interessierte politische Stellen fließen würde. Ich habe dann später, sprach jemand mit mir darüber, ob auf dem Weg der Kohlenlieferung eine Abgabe an Quisling irgendeiner Form gegeben werden könnte. Ich habe den Standpunkt eingenommen,
wenn wir natürlich auch aus Devisenlage und auch sonstigen, wir sind ja nicht so reich gewesen, weder mit den englischen noch russischen Geldern konkurrieren könnten, so seien die Stellen, die das beurteilen vermögen, ob es zweckmäßig sei, der Bewegung Quisling Unterstützung finanzieller Art zu geben oder nicht, zu hören. Wenn die das bejahten, so sei es mir selbstverständlich, könne der Quisling Geld bekommen. Der Betrag, um den es sich handelte und den ich auch gegeben haben würde, war erheblich höher wie der tatsächlich später, glaube ich, dann vom Führer über das Auswärtige Amt zugeleitet worden ist. Ich habe niemals von solchen kleinen geldlichen Unterstützungen etwas gehalten, sondern wenn, dann sollte man ordentlich geben, damit wirklich auch ein Zweck damit erreicht wurde. Hatte meine Kenntnisse aus dem letzten Weltkrieg zur Genüge bei dem Geld, das in das rumänische Parlament gewandert ist, das leider auch zu wenig gewesen war. Aus diesen Erfahrungen, wenn gegeben werden sollte, das war meine Anweisung, dann ordentlich. Sonst habe ich, wie gesagt, Quisling erst sehr viel später kennengelernt und ein völlig belangloses Gespräch mit ihm gehabt, an das ich mich auch nicht erinnere. Wie standen Sie zu dem Norwegen-Unternehmen? Das Norwegen-Unternehmen überraschte mich einigermaßen. Und zwar deshalb, weil hier ich ziemlich lange merkwürdigerweise nicht unterrichtet worden war. Der Führer ging sehr weit mit seinem Grunderlass, von dem ich anfangs schon gesprochen habe, und hat die Luftwaffe sehr spät herangezogen. Da aber der Luftwaffe ein wichtigster Teil des Unternehmens zufiel, habe ich mich unmissverständlich und sehr unfreundlich darüber geäußert. An sich stand ich dem Unternehmen militärisch gesehen durchaus positiv gegenüber, denn als Oberbefehlshaber der Luftwaffe hatte ich ja zunächst völlig unabhängig von politischen Erwägungen ausschließlich die strategischen zu sehen. Dass ich meine Position luftwaffenmäßig gesehen erheblich verbessern würde, wenn meine Geschwader von norwegischen Basen aus gegen England operieren konnten, war ja oder ist für jeden einsichtigen militärischen Fachmann eine Selbstverständlichkeit. Ich konnte deshalb vom strategischen Standpunkt aus als Oberbefehlshaber der Luftwaffe nur durchaus positiv zu dem Unternehmen stehen. Mein Einwand ging nur dagegen, dass ich erstens zu spät unterrichtet wurde und zweitens mir die Pläne nicht ganz richtig erschienen, aber sonst durchaus positiv. Befürchtete Hitler Komplikationen mit Schweden aus dieser Besetzung? Ja. Nicht aus der Besetzung durch Deutschland an sich, sondern als wir oder uns entschlossen haben, der Führer Norwegen zu besetzen, hatten wir ja schon ganz eingehende und detaillierte Unterlagen über die beabsichtigte Besetzung seitens Englands, Frankreichs, wie wir sie später auch bestätigt fanden in den erbeuteten englischen Papieren und französischen
Generalstabspapieren. Hier war nun uns ebenfalls bekannt, dass vor allem die Absicht bestand, nicht nur Norwegen zu besetzen, sondern in erster Linie über Narvik die schwedischen Erzlieferungen an Deutschland auszuschalten, ja darüber hinaus in den damals noch bestehenden russisch-finnischen Konflikt pro Finnland einzugreifen. Der Führer fürchtete nun, dass Schweden einem englischen Druck absolut nachgeben würde, das heißt, unter der Firma Finnland zu Hilfe zu kommen, einen Durchmarsch gestatten und damit eine Gesamtausschaltung des schwedischen Erzbeckens und damit der Erzlieferung für uns sich das so ereignen würde. Ich habe damals eine sehr schwere Verantwortung auf mich genommen, indem ich Hitler versicherte, dass ich Schweden, sein Volk und seinen König so genau kennen würde, dass ich wüsste, dass wer auch immer einen Druck auf Schweden ausüben würde, ganz gleichgültig welche Macht, ob wir oder die andere Seite, dass Schweden unter allen und jeden Umständen seine Neutralität bewaffnet gegen den verteidigen würde, der sie zu kränken beabsichtigt. Gleichgültig, welche Gründe hierfür vorliegen mögen. Und dass ich mich persönlich für diese Auffassung verpflichte und mit meinem ganzen Kenntnis die Verantwortung dafür trage, dass er in dieser Richtung beruhigt sein könnte. Daraufhin war die Frage erledigt. Das wird gerne.